Einen wunderschönen Nachmittag, meine Damen und Herren. Willkommen zur bereits 9. Runde von VBV Diskurs. Ich freue mich, dass trotz des schönen Frühlingswetters wieder viele von Ihnen zugeschaltet sind. Mein Name ist Gabriele Faber-Wiener. Ich lehre und berate das Thema CSR Nachhaltigkeit und habe gemeinsam mit der VBV diese Reihe konzipiert. Und ich darf Sie auch heute wieder durch die Diskussion führen. Wir haben heute ein Thema, das einerseits in aller Munde ist und trotzdem ist es für viele noch schwer zu fassen, die Digitalisierung. Wir alle sind mit Corona förmlich reingeschubst worden in Online-Meetings, Online-Einkäufe, Online-Socializing und. Auch unsere Veranstaltung heute ist übrigens so ein Beispiel. VBV im Diskurs ist ein Format, das vermutlich davor nicht in der Form möglich gewesen wäre. Und hätte auch vermutlich davor nicht diese Resonanz gefunden. Und das hat sicher auch mit dem Anspruch zu tun, den wir haben, nämlich uns mit den Dingen offen auseinanderzusetzen und ihnen auf den Grund zu gehen. Genau gemäß diesem Anspruch wollen wir heute auch wieder beim Thema Digitalisierung uns vor allem den Kontext mit Nachhaltigkeit an. Das ist das Dachthema, das sich ja durch alle Veranstaltungen bis jetzt auch gezogen hat, Nachhaltigkeit und Wirtschaft. Und hier damit vor allem die normative Dimension auch von Digitalisierung betrachten. Also was sind die Problembereiche? Welche davon können wir überhaupt schon absehen? Welche Veränderungen kommen jetzt wirklich auf uns zu? Was heißt das zum Thema Klimaschutz? Inwieweit sind wir hier überhaupt vorbereitet? Also all das sind Fragen, denen wir uns stellen. Wir werden sehen, wo uns die Reise hinführt, wie viele davon wir schaffen in den 1,5 Stunden. Diejenigen von Ihnen, die schon öfter dabei waren, und das sind etwas einige, wissen es, unser Ziel ist Diskurs. Das heißt, es gibt keine vorbereiteten Statements. Es gibt eine Rege und wie ich hoffe und nach den Vorgesprächen auch mir sicher bin, wieder sehr widersprüchliche und spannende Diskussion. Und darum bitten wir auch unser Publikum um Diskussionsbeiträge. Sie haben die Möglichkeit, es gibt in der Navigation das Frage-Antwort-Tool, wo Sie Fragen stellen können. Wir werden versuchen, so viele wie möglich reinzunehmen in die Diskussion. Und worauf ich Sie jetzt schon hinweise oder worum ich Sie jetzt schon bitte, liebe Zuschauerinnen, wir haben eine kurze Umfrage, um Ihre Assoziationen zum Thema Digitalisierung abzuholen. Also darum bitte ich Sie darum, jetzt spontan ein Wort dieses Frage-Antwort-Tool zu schreiben, was Ihnen beim Begriff Digitalisierung einfällt. Also ein Wort, Sie haben eine Minute Zeit. Und wir werden uns dann später gemeinsam das Ergebnis im Rahmen einer Word Cloud anschauen. Ja, ich darf Ihnen nun unsere wieder sehr illustre Runde vorstellen. Ich gehe es alphabetisch durch. Magister Thomas Arnoldner, er ist seit 2018 CEO von A1 Telekom Austria. Davor war er bei Alcatel Austria, bei Nokia und als Geschäftsführer bei T-Systems Austria. Also er ist ein absoluter Experte in der Telekommunikation. Thomas Arnoldner ist außerdem Mitglied des Vorstands der Industriellen Vereinigung Wien und er ist seit Jänner 2019 Präsident des Management Clubs Österreich. Er muss, das hat er gebeten, früher weg. Er hat leider eine kurzfristige Terminkollision. Das heißt, er wird wahrscheinlich 20 Minuten vor 4 sich ausklinken. Dann Frau Dr. Martina Mara. Sie ist Technikpsychologin, Publizistin, Professorin für Roboterpsychologie an der Kepler-Uni Linz, also ein ganz, ganz spannendes Fach. Sie war davor viele Jahre als Forscherin am Ars Electronica Future Lab und ist auch Mitglied des Österreichischen Rats für Robotik. Martina Mara hat einen eigenen Blog in der Österreichischen Nachrichten mit dem bezeichnenden Titel Schöne neue Welt, wo sie eben auf sehr humorvolle Art und Weise versucht, Menschen die neuen Technologien nahezubringen. Dann Herr Magister Max Schrems, auch kein Unbekannter. Er ist Jurist, Autor, Datenschutzaktivist. Ich habe auch gelesen, manche bezeichnen ihn als Widerstandskämpfer, so schaut er gar nicht aus.
Er wurde bekannt mit seiner Klage gegen Facebook, durch die er das transnationale Safe Harbor Abkommen zwischen den USA und der EU beendet hat, was als starkes Signal für den Grundrechtsschutz in Europa angesehen wird. Er ist Vorstandsvorsitzender der Initiative NOYB, das sind die vier Buchstaben seiner NGO. Das steht für die Abkürzung von None of Your Business. Also das geht dich nichts an. Also Nomen est Omen, das Ziel der NGO ist damit klar, nämlich auch in Zukunft gegen Datenschutzverletzungen von Unternehmen vorzugehen. Dann Dr. Michael Stampfer. Er ist seit 20 Jahren Geschäftsführer des Wiener Wissenschaftsforschungs- und Technologiefonds, einem der wenigen größeren Wissenschaftsförderungseinrichtungen in Österreich, die auch mit privatem Geld unterstützt werden. Herr Stampfer ist Jurist, hat langjährige Erfahrung in der österreichischen und internationalen Forschungs- und Technologiepolitik. Auch er muss sich 10 Minuten vorher ausklinken, weil er ab 16 Uhr selber eine Moderation einer größeren Veranstaltung hat. Das ist einfach jetzt nach einem Jahr Corona und Online-Meetings leider so. Aber danke trotzdem jetzt schon fürs Dabeisein. Dann Dr. Franz Zeller, den kennt man primär wahrscheinlich aus dem Radio, also seine Stimme. Er ist seit vielen Jahren Journalist ORF, ist Ressortleiter in der Wissenschaftsredaktion von Ö1. Er moderiert und präsentiert unter anderem Digital Leben. Das ist eine Sendung, die vermutlich einige von Ihnen kennen. Es gibt aber noch eine andere Seite. Franz Zeller ist Krimi-Autor und zwar nicht nur eines Buches, sondern einer ganzen Reihe. Er ist für beides, nämlich für seine Bücher, aber auch für seine Sendungen wiederholt auch ausgezeichnet worden. Unter anderem mit dem Radiopreis für Erwachsenenbildung. Und Bildung ist ja ein Kernthema, das wird sich heute wahrscheinlich auch in der Diskussion wiederfinden, wenn es um sowas wie Digital Literacy, also einfach die Fähigkeit und die entsprechenden Kompetenzen geht. Ja, und last but least, Sie kennen ihn schon, unseren Gastgeber, Magister Andreas Zakustelke. Er ist Vorstandsvorsitzender der VBV Vorsorgekasse. Er ist Generaldirektor der VBV Gruppe und er ist Obmann des Fachverbands der Pensionskassen in der Wirtschaftskammer und Bundesvorsitzender des WDF, das Wirtschaftsforum der Führungskräfte. Er beschäftigt sich ebenfalls seit langem mit dem Thema Nachhaltigkeit, auch schon im Rahmen seiner politischen Funktionen, die er davor innehatte. Herr Zakustelke, darf ich Sie gleich um Ihre Worte bitten? Sehr gern, Frau Farina. Vielen Dank. Ein herzliches Grüß Gott, willkommen an alle Zuseherinnen und Zuseher und natürlich auch an die Kolleginnen und Kollegen am Podium. Ich glaube, wir haben da jetzt ein akustisches Problem. Gruppe begrüßen. VBV ist vielen von Ihnen ein Begriff. Der Eintel der Österreicherinnen, glaubt's ja? Ein Drittel der Österreicherinnen und Österreicher ist Kunde bei uns. Was ist die VBV? Wir sind der Marktführer bei der betrieblichen Altersvorsorge. Schnell zusammengefasst, auf der einen Seite eine große Säule, die zweite große Säule, abfertigung neu, die Abfertigungsgelder in einer Vorsorgekasse verwaltet werden. Ich habe gesagt, wir sind Marktführer. Da redet man immer von Mengenordnung, Größenordnungen. Wir haben 33% Marktanteil, wenn man das so will. Und zwar wesentlich wichtiger, die inhaltliche Komponente. Wir sind ein sehr verantwortungsbewusstes Unternehmen. Wir sind seit der Gründung weg sehr auf Nachhaltigkeit eingestellt, haben seit der Gründung einen Ethikbeirat, unsere Vorsorgekasse seit Jahr 2002. Und wenn ich sage, Themenführerschaft ist wichtig, dann ist es auf der einen Seite die Nachhaltigkeit und auf der anderen Seite die Innovationsfähigkeit, Innovationskraft. Bei vielen Pensions- und Vorsorgekassen war das in der Vergangenheit nicht gewohnt. Das sind klassische Systeme gewesen. Wir versuchen hier sehr auf unsere Kunden zuzugehen. Und in diesem Sinne haben wir auch diese Veranstaltungsreihe gemeinsam mit Frau Professor Faber-Wiener aufgesetzt. Genau in der Ausprägung, in der Zeit, als die Corona-Krise am Höhepunkt war, gemeinsam nachzudenken, wie geht es nach der Krise weiter? Ist die Krise eine Chance, wie so oft davon gesprochen wird?
Es geht uns also bei jeder dieser Veranstaltungen darum, ein Thema speziell zu beleuchten, aber immer unter diesem Gesamtdeckmantel der Nachhaltigkeit. So sehen wir auch das Thema Digitalisierung neu denken, ganz, ganz bewusst in diesem Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit. Das heißt, das Thema gesamthaft angehen, und da gibt es ja viele, viele Stichworte. Zuvor fallen einem wahrscheinlich einige positive Assoziationen ein, wie Steigerung des Lebenskomforts durch Arbeitserleichterungen, Effizienzsteigerungswege sparen, Effizienzsteigerung auch in der Wirtschaft, Beschleunigung der Wirtschaft. Da schon vielleicht die Frage, welche Beschleunigung, wo geht es hin? Zu einem immer schneller, immer größer, immer mehr. Bedeutet auch mehr Energieverbrauch. Das sind schon Dinge, wenn man ein bisschen tiefer nachdenkt, die natürlich mit der Digitalisierung auch einhergehen. Der Ressourcenverbrauch im Sinne von Rohstoffausbeutung, Elektromüll, also weiteres Schlagwort. Und wirklich last but not least, die Auswirkung auf Menschen, die zu betrachten ist. Seien es die sozialen Komponenten im engeren Sinn oder auch die psychischen Auswirkungen, die durch die Beschleunigung sehr und diese auf der anderen Seite auch hilft, eintreten, bis zu gesundheitlichen potenziellen Folgen oder Schäden und natürlich auch die Frage der Substitution von Arbeitsplätzen durch Maschinen. Also ein sehr breiter Punkt, den man hier spannen kann. Und ich habe eigentlich eine Fragestellung mitgebracht für unser Panel. Es würde mich interessieren, ob wir uns gemeinsam darauf einigen können, sozusagen so ein Postulat, das wir wirklich auch zu unterschreiben bereit wären. Nämlich die Fragestellung, wenn man unterm Strich alle Auswirkungen einer bestimmten Digitalisierungsmaßnahme ansieht, das heißt auf der einen Seite eben der Zugewinn an Lebensqualität für den Menschen und auf der anderen Seite der Verlust an Natur, an Ressourcen und auch an biologischen Lebensbedingungen. Wenn man diese beiden Komponenten betrachtet, einen Strich darunter zieht und dann die Frage stellt, kommt hier ein Plus heraus oder nicht? Sind wir bereit zu sagen, nur wenn es hier ganz klar ein Plus gibt, sind wir für diesen konkreten Digitalisierungsschritt und ansonsten nicht? Da möchte ich die Einleitung auch schon bewenden lassen und diesen Ball ganz bewusst hereinspielen. Frau Faber-Wiener, ich freue mich auf die Diskussion. Danke. Da ist jetzt schon sehr, sehr viel an Fragen aufgeworfen worden. Und ich glaube, wir werden relativ rasch dann auch auf einige der Punkte in der Diskussion einsteigen. Ich habe jetzt parallel schon geschaut, was gekommen ist, auch vom Publikum. Darauf werde ich dann auch noch kurz eingehen. Vorweg fangen wir vielleicht mit der sozialen Dimension an. Ich glaube, das ist das, was sehr vielen auch beim Thema Nachhaltigkeit eben nicht nur die ökologische, sondern vor allem die soziale Dimension hier reinspielt. Und es war sehr spannend, als während ich diese Folge jetzt vorbereitet habe, sind parallel nämlich zwei Mails reingeschneit. Eines, das hat berichtet, dass Online-Portale seit Corona endgültig den Arbeitsplatz als Ort für die Partner, fürs Kennenlernen von Partnern abgelöst hat. Das ist das eine. Und das zweite, eine Buchrezension von Polly Adlers neuem Roman mit dem Titel Echt jetzt, eine Rückholaktion für unser schönes analoges Leben. Und in dem Buch hat sie eben den Kulturverlust durch die totale Digitalisierung angeprangert. Also allein diese zwei Mails zeigen sehr schön die beiden Pole, die Sie ja jetzt auch angesprochen haben, Herr Zakostewski. Also einerseits die Omnipräsenz in der digitalen Welt, ja, das ist auch eines der Wörter gekommen, übrigens aus dem Publikum, allgegenwärtig. Und auf der anderen Seite, also auch im Privaten natürlich, und auf der anderen Seite diese verschiedenen Reaktionen, Befindlichkeit, aber auch Ängste, die damit verbunden sind. Und darum wollen wir uns vielleicht als erstes gleich befassen, nämlich diese soziale Dimension der Digitalisierung. Und wenn nicht eine Psychologin, die sich damit auch auseinandergesetzt hat, wäre hier prädestiniert. Frau Mara, ich würde gern grundsätzlich beginnen, auch wenn es jetzt seltsam anmuten mag, weil natürlich das Digitalisierung in aller Munde ist, aber trotzdem aus profundem Mund, was bedeutet jetzt wirklich Digitalisierung? Weil Sie haben in einem Interview, habe ich mal gesagt, viele Begriffe werden nie richtig erklärt. Ja, und darum fehlt auch den Menschen dieses Grundverständnis. Wollen da kurz drauf eingehen?
Ja, schönen guten Nachmittag. Oje, ihr habt gleich den schwierigsten Job abgestaubt, kommt mir vor zu Beginn, oder? Mal die schnelle Digitalisierung definieren, hurra. Da muss ich sagen, ich glaube, das ist mir leider nicht möglich, weil ich den Begriff vollkommen absurd breit finde, leider. Mit Digitalisierung meinen die einen vielleicht, dass im Mühlviertel in die Erde Glasfaser eingegraben wird und die anderen, dass man keine Musikkassetten mehr mit dem Bleistift zurückspult, sondern halt jetzt Spotify hört. Und ich aus meinem Forschungshintergrund kommend denke wahrscheinlich eher an zunehmend autonomer werdende Maschinen, sprich datenbasierte künstliche Intelligenz, die in unseren Alltag Einzug nimmt und hier und da vielleicht einen Roboter. Also insofern habe ich mir ja jetzt mal die Frage dazu abgespeichert, zu dem Eingangsstatement von was reden wir eigentlich? Und alles hat natürlich diverse Auswirkungen, auch sozusagen im Sozialen oder auf, in der Psychologie betrachtet man ja meistens so das Individuum, den Menschen im Umgang, teilweise auch Gruppen oder die Gesellschaft. Aber ja, ich meine, spontan natürlich, in meinem Bereich muss man sagen, wir haben zunehmend Computerprogramme, Maschinen als Interaktionspartner teilweise im privaten Bereich, wenn die Alexa irgendwie am Küchentresen steht, aber auch oft, also zunehmend im beruflichen Bereich, wenn Ärztinnen und Ärzte gemeinsam mit Bildanalyse-Tools Entscheidungen treffen oder in der Bank gemeinsam mit einem Algorithmus entschieden wird, wer einen Kredit bekommt und wer nicht. Da wissen wir mittlerweile als ein sozial sehr relevanter Aspekt, dass solche KI-Systeme nicht alle Menschen gleich behandeln können, sondern dass da Diskriminierungen gegenüber verschiedenen Gruppen fortgeführt werden. Das ist, glaube ich, was, wo man jetzt verstärkt drauf aufpassen muss. Zweiter Aspekt, der ganz anders ist, der mir jetzt nur dazu einfällt, wäre wahrscheinlich sowas wie Online-Kommunikation, weil Sie das auch angesprochen haben, eine Polarisierung von Diskursen vielleicht, die man teilweise beobachten kann oder sehr hitzig und emotional aufgeladene Debatten aufgrund dessen, wie halt das Aufmerksamkeitssystem im Internet so funktioniert. So, jetzt habe ich einfach mal so Stichworte hingeworfen. Künstliche Intelligenz im Übrigen ist ja auch, glaube ich, als ein Technologiebegriff dann als in dem Q&A mit Publikum vorgekommen. Mhm, genau. Gerade wenn wir nämlich da reinschauen, das ist sehr spannend, künstliche Intelligenz ist eigentlich der Begriff, der von unserem Publikum jetzt am stärksten gekommen ist. Als spontane Assoziation, das finde ich sehr spannend, weil es doch zeigt, wie weit das jetzt schon in den Köpfen verankert ist, dass man Digitalisierung automatisch mit KI assoziiert. Was hätten Sie sich das so gedacht? Ja. Ja? Ja, klar, weil künstliche Intelligenz ein Thema ist, das sich im öffentlichen Diskurs wahnsinnig fancy beackern lässt und dann natürlich unterschiedlichste, völlig utopische und völlig dystopische Szenarien sehr emotional, glaube ich, tagtäglich teilweise verbreitet werden. Herr Zeller auf Ö1 jetzt vielleicht eher nicht, aber in anderen Kanälen. Und insofern, ja, ich glaube also, dass klassischerweise der Roboter, und der Roboter ist ja in der Breite, im breiten Publikum oft gleichbedeutend mit KI, was nicht ganz stimmt, aber was oft ist sozusagen das Zukunftsbild, ja, also steht so, also sinnbildlich, glaube ich, für Zukunftstechnologien, ja. Also sehr, sehr breites Feld. Franz Zeller wurde angesprochen und wenn ich mir parallel anschaue, was so an Begriffen gekommen ist und Sie sehen es ja auch zumindest ein Teil der Teilnehmerinnen in der Diskussion. Also da haben wir vor allem das, was am stärksten gekommen ist, KI und Fortschritt. Das finde ich sehr spannend. Also das ist eigentlich der Begriff, den noch voran, also noch vor KI, steht, aber auch gleichzeitig Ambiguität, Ambivalenz, also diese zwei Punkte, die wir schon angesprochen haben. Transparenz, interessanterweise, Vernetzung, grenzenlos,
Dann auch die Ambiguität nochmal mit Vereinfachung und gleichzeitig Verkomplizierung. Dann ist hier das Thema CO2-Bilanz auch einmal gekommen. Change, Neuanfang, Herausforderung. Dann hat jemand aus dem Publikum geschrieben, warum erst jetzt und nicht schon früher? Und dann auch das Thema Geschwindigkeit erhöhen. Franz Teller, wenn du, wir kennen einander drum per Du, wenn du das jetzt hörst und du hast ja doch eine Sendung, wo du dich sehr intensiv damit auseinandersetzt und nicht nur eine Sendung, sondern eine ganze Reihe, entspricht das jetzt dem Bild, repräsentiert das jetzt so ein bisschen dem Bild in der Öffentlichkeit? Ja, absolut. Ich habe nur jetzt das Problem, wenn ich das höre, dann muss ich mir irgendwie zähmen, wenn ich zu einem 2-Stunden-Referat ansetze. Das wäre jetzt ein bisschen unsozial. Aber ich würde das mal so sehen, warum erst jetzt? Ja? Wir Menschen zeichnen uns ja dadurch aus, dass wir Werkzeuge entwickeln. Und Digitalisierung ist einfach ein Werkzeug wie im weitesten Sinn zumindest wie jedes andere, ja, das uns Dinge möglich macht, die Kraft unseres Körpers allein nicht möglich machen könnten. Zum Beispiel, der Kakadu kann zwar auch Werkzeuge erfinden, was ich sehr charmant finde, aber er bringt es nicht ganz so weit wie wir, ja. Und sehe dieses Umgehen mit diesen Werkzeugen eher systemisch. Das heißt, nachdem wir ja das Thema Nachhaltigkeit haben, wenn jetzt kommt eine Studie von der Bitkom, dieses deutsche Interessensvertretung der IT-Industrie, die sagt, wir können sehr viel CO2 einsparen, wenn wir zum Beispiel in der Landwirtschaft Sensoren einsetzen, ja, und Digitalisierung einsetzen, die den Boden so genau vermisst, dass punktgenau quasi Nährstoffe ausgebracht werden. Dann kann man Methan einsparen, das ist hoch klimarelevant, wie wir wissen, man kann CO2 einsparen, ebenfalls logischerweise klimarelevant. Da muss man das aber noch einen Schritt weiter denken, für mich zumindest immer. Diese Technologien kosten Geld. Das heißt, es wird eine Nebenwirkung geben. Das bedeutet, dass sie möglicherweise nur eine gewisse Schicht von Landwirten diese Technologie leisten kann. Das heißt, wir machen auf der einen Seite CO2 sparen und auf der anderen Seite radieren wir möglicherweise einen Teil der Landwirtschaft aus, die wir vielleicht eh ganz gern behalten würden. Ja? Oder ein anderes Beispiel, weil es gestern aufgetaucht ist, bei einem Vortrag von David Autor, der gestern bei der MIT-Konferenz referiert von der WKÖ, der hat so geschildert, natürlich sind die Reisen in die Stadt weniger geworden durch das Homeoffice und auch dadurch das Umgehen lernen mit den digitalen Werkzeugen. Gleichzeitig muss man sagen, wenn man in eine Stadt reist, je größer die Stadt ist, in die man reist, umso mehr Geld gibt man dort aus. Ja? Wenn man also nicht mehr dorthin reist, gibt man das Geld in dieser Stadt nicht mehr aus. Heißt also in Wien mehr als in Zwettl. Das bringt wiederum die Leute unter Druck, die in Wien auf dieses Geld angewiesen sind, und das sind eher Low-Wage-Worker. Ja? Das heißt, es gibt da schon auch Nebeneffekte. Ja? Wir haben jetzt CO2 eingespart, aber es geht nicht ganz ohne Reibungsverluste. Und das Thema Transparenz, das führt mich jetzt von diesen zwei Beispielen weg. Das ist natürlich ein Riesenthema, finde ich, bei dem ganzen Einsatz von digitalen Werkzeugen, besonders bei KI, dass keiner weiß, wie die zu ihren Ergebnissen kommen, sind oft proprietäre Systeme. Die Firmen sagen also, Betriebsgeheimnis geben wir nicht her, warum jetzt ein Schwarzer viel öfter verurteilt wird in Amerika als ein Weißer. Ja, das muss man dann durch Reverse Engineering rausfinden und so, wie das ja passiert ist und Martina Mara ja angesprochen hat. Dieses Thema der Transparenz ist ein ganz großes Thema für mich, finde ich, weil es kann ja nicht sein, dass uns quasi Technologie einfach überstülpt, wie einen Hut, unter dem wir dann dahin wandern müssen, sondern das soll ja demokratisch im weitesten Sinne passieren und da sind wir momentan sehr weit weg. Es gibt im Gegenteil ja sogar Bestrebungen, kann man sagen, dass man die Demokratie durch eine quasi KI-gesteuerte Demokratie ersetzt. Ja, das sind ja so Silicon Valley-Träume, dass man quasi die Demokratie und die Politik automatisiert. Das kann es aus meiner Sicht auch nicht sein. Ja, das sind lauter Dinge, die gehen ganz, ganz weit weg von Nachhaltigkeit. Das heißt also, um mein kurzes Referat gleich mal abzuschließen, weil sonst ufert es aus. Wir müssen uns diese systemische Komponente sehr klar bewusst machen, ja, und das sehr genau steuern und eine Zielvorstellung haben, was wir wollen. Ja. Und die Werkzeuge allein werden uns nicht retten, sondern es ist eher das Mindset. Und zum Thema Nachhaltigkeit gehört eine Systemänderung, so unpopulär das jetzt ist, das Wort. Und nur zu sagen, wir nutzen neue Werkzeuge und retten uns, das kann gehen. Mhm. Da kommt jetzt wieder dieses Wort Systemänderung. Das zieht sich jetzt wirklich durch den 9. Diskurs. Das ist hochspannend, Herr Zagoski. Was sagen Sie?
Das ist fast ein Déjà-vu, oder? Absolut. Und es zeigt aber auch, wie schwierig das ist. Weil wenn man Systemänderungen anspricht, redet man eben von der Gesamtheitlichkeit. Und da merkt man wirklich, wenn man bei einem Zipfel der Decke zu ziehen anfängt, was es bei den anderen bewirkt. Und spätestens da kommt man dann drauf, dass der Mensch doch ganz gut bedient ist, wenn er seitens KI unterstützt wird. Weil allein die Daten, die es da einzufüllen gilt, sind wir wahrscheinlich als Einzelne überfordert. Aber Herr Arnoldner, ich die bitten Ihre Erfahrung, was jetzt, wir haben eine unglaubliche Bandbreite, Sie sind natürlich in einem Spezialbereich, von dem alle wahrscheinlich abhängig sind denn je. Ja, also seit Corona noch viel, viel mehr. Ich glaube, wir alle wissen, wie das ist, wenn die Dinge abstürzen. Gleichzeitig hat ja A1, ich glaube noch fast von noch vor der Fusion sogar noch als Mobilcom sehr viel gemacht, um hier die sozialen Aspekte mitzunehmen. Also um eben aus diesem Werkzeug auch ein gutes Werkzeug zu machen. Wie sind da die Fortschritte und was kann da ein Unternehmen wie A1 hier wirklich tun? Ja, zunächst schönen guten Nachmittag, sehr geehrte Damen und Herren. Danke für die Einladung. Total spannendes und ganz viele Aspekte, die schon angesprochen wurden. Bevor ich jetzt aufs Unternehmen eingehe, vielleicht darf ich auf den Nachhaltigkeitsaspekt und Digitalisierung generell eingehen. Es war total spannend, wie breit die Frau Professor Mara das Thema Definition der Digitalisierung aufgezogen hat. Und das reflektiert sicherlich stark auch die allgemeine Wahrnehmung. Wenn man ein bisschen an den Kern des Begriffes zurückgeht, ist man aber schon sehr schnell bei der Nachhaltigkeit, nämlich Digitalisierung bedeutet ja im Kern eigentlich das Digitalisieren von analogen Informationen und in den meisten Ausprägungen auch das Virtualisieren von materiellen oder physischen Dingen. Also ein klassisches Beispiel, das E-Mail statt dem geschriebenen Brief oder das MP3-File oder das Musikstreaming statt der CD oder der Schallplatte oder das virtuelle Meeting, wie wir es hier haben, um es dann ein bisschen weiterzudenken, anstelle des physisch abgehaltenen Meetings, für das auch die Reisetätigkeit und der damit einhergehende CO2-Ausstoß verbunden sind. Und Digitalisierung ist deswegen im Kern grundsätzlich ja eine sehr, sehr ressourcenschonende Sache, weil es einen enormen Effizienzgewinn in der Ausnutzung von Ressourcen bringt. Das Problem ist, und da bin ich ganz beim Herrn Zeller auch, ist, dass natürlich diese Dinge nicht so sozusagen ein- oder zweidimensional sind, wie ich sie gerade geschildert habe, sondern dass es sehr, sehr viel nachgelagerte Effekte gibt. Also zum Beispiel die berühmten Rebound-Effekte. Ich habe vor zwei Wochen in Economist ein ganz spannender Artikel aus der Rüstungsindustrie. Es ist immer tragisch, das zu lesen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sieht man da halt sehr viele Entwicklungen schon sehr früh. Dort wurde geschildert, dass mit dem Umstieg von hochteuren Kampfjets in der amerikanischen Luftwaffe auf Drohnen eigentlich vor allem die Hoffnung verbunden war, deutlich weniger Kosten zu haben, weil die Flugstunde nur ein Viertel kostet einer Drohne im Vergleich zu einem pilotengetriebenen Kampfjet. Der Rebound-Effekt war allerdings derjenige, dass dann die Offiziere entschieden haben, sie können viel mehr Drohnen fliegen lassen oder diese Drohnen viel länger fliegen lassen. Jetzt haben sie 6-mal so viele Flugstunden. Und dieses Phänomen der gegenläufigen Effekte, das sehen wir halt in ganz, ganz vielen Bereichen. Und dort wird der systemische Gedanke vom Herrn Zeller sehr relevant. Aber trotzdem im Kern bedeutet Digitalisierung ein viel effizienteres Einsetzen von Ressourcen. Was unser Unternehmen betrifft, ja, wir beschäftigen uns schon lang mit dem Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube allerdings, dass wir, sagt es durch selbstkritisch, ein Potenzial haben, noch viel größer und viel breiter zu denken. Wir haben adressieren das auch. Wir haben zum ersten Mal im vergangenen Jahr den Bereich ESG, wie das halt heute sehr neumodisch neudeutsch heißt, also die Environmental, die Social und die Corporate Governance Aspekte
zentral in der Unternehmensstrategie verankert und wir haben uns durchaus ambitionierte Ziele gegeben im Bereich der Nachhaltigkeit im Umweltbereich, also insbesondere was unseren CO2-Ausstoß betrifft, mit dem Ziel, CO2-neutral 2030 zu werden, aber auch in den Bereichen vor allem digitaler Bildung, im Bereich Diversität und auch im Bereich Kreislaufwirtschaft. Und weil Sie die Bildung angesprochen haben, und da sind wir halt bei vielen Themen, die schon angerissen wurden, Bildung im digitalen Bereich ist halt für mich der Schlüssel für viele der Herausforderungen, die wir schon angesprochen haben. Wir haben hier sicherlich ein enormes gesellschaftliches Defizit, das natürlich zusammenhängt mit einerseits der Komplexität der Digitalisierung und auf der anderen Seite mit der enormen Geschwindigkeit, mit der sie über uns einherfällt. Nicht? Und ich merke es ja bei mir fast selber, man kommt ja gar nicht so schnell nach, all die neuen Technologien zu verstehen, die im eigenen Unternehmen eingesetzt werden. So, und jetzt bin ich jemand, für mich ist es quasi der berufliche Zwang, nicht? Aber wir dürfen nicht vergessen, die breite Teile der Bevölkerung zu adressieren, die nicht so exponiert sind. Wir haben deswegen, und dann komme ich schon zu einem Ende, aber unter anderem beschlossen, dass wir unseren Internet für alle Campus, den wir jetzt bald 10 Jahre haben, wo es darum geht, digitale Kompetenzen zu schulen, der ursprünglich mit Idee ins Leben gerufen wurde, den Zugang zu neuen Technologien, also Smartphones, Internet, Tablets, für ältere Generationen zu ermöglichen, dass wir sagen, das sehe ich nicht mehr als die primäre gesellschaftliche Herausforderung. Die große gesellschaftliche Herausforderung ist vor allem, die junge Generation sehr schnell im verantwortungsvollen Umgang mit diesen neuen Technologien zu schulen, Themen wie Internetsucht zu adressieren, Themen wie Hate Speech oder Cybercrime zu adressieren und auf dem Weg auch die Eltern und die Lehrkräfte mitzunehmen. Und ich spreche da durchaus aus eigener Erfahrung als Vater von einer 5-jährigen Tochter und einem 8-jährigen Sohn. Das geht sehr, sehr, sehr schnell. Ja. Und wir müssen echt aufpassen, dass wir sozusagen diese Generation rechtzeitig entsprechend auch mit den digitalen Skills ausstatten, die jetzt über das simple Bedienen eines Smartphones hinausgehen. Und das verstehe ich als Teil unserer unternehmerischen Verantwortung, aber die Herausforderungen gehen natürlich weit über das Unternehmen hinaus. Also das heißt, verantwortungsvoller Umgang mit all den Entwicklungen. Herr Stampfer, Sie haben, glaube ich, auch diesen Begriff Digitalhumanismus erwähnt. Geht das in die Richtung, was der Herr Arnoldner jetzt gerade gesagt hat? Was verstehen Sie darunter? Das ist ein Begriff, der für uns sehr wichtig geworden ist, sowohl als Forschungsförderer als auch in unserem Versuch, ein Stück weit in die Gesellschaft und in die Politik hineinzuwirken. Wir sehen noch sehr stark, ich möchte mit dieser Werkzeugmetapher kommen, die heute schon gefallen ist. Das sind ganz mächtige Werkzeuge, die eben sehr viel fixen können, sehr viel gestalten können, aber auch sehr große Schutthalden hinterlassen. Die Frage ist, wer die Werkzeuge in der Hand hat. Und da hat sich doch eindeutig gezeigt in den letzten Jahrzehnten, dass die Gestaltung dieser Werkzeuge sehr stark in den Händen weniger großer Akteure sind, was in vielerlei Hinsicht unproblematisch ist oder durch Regelungen sehr ordentlich schon geregelt ist, was aber jetzt in den letzten 10, 15 Jahren durch die großen Plattformökonomien, durch die Art, wie unsere Kommunikation in der Gesellschaft gestaltet wird, sich in sehr problematischer Weise entwickelt. Der Herr Teller hat das ja schon anklingen lassen in seinem Beitrag auch. Wir haben jetzt eine ganz wilde Mischung. Ja, einerseits erinnert mich das an alles, was in den History Books über
die frühe Textilindustrie oder den frühen Eisenbahnbau gelesen habe, nämlich dass es einen Räuberkapitalismus gibt, der sich von Regeln freikauft oder der sich freikauft, dass es keine Regeln gibt, ihn zu gestalten. Und dann kommt aber was Zweites dazu, was eine sehr interessante amerikanische Autorin, eine Harvard-Professorin namens Shoshana Zuboff, den Überwachungskapitalismus nennt. Das ist in einem Satz gesagt, du kannst frei das Internet im Wesentlichen nutzen. Du erlaubst uns aber in großem Ausmaß dein Verhalten und deine Daten uns, der großen Plattformfirma oder dem kleinen Startup, hinter dem aber die Plattform der großen Plattformfirma steht, zu geben. Und wir können damit machen, was wir wollen. Wir können es verknüpfen, womit wir wollen. Wir können es Dritte weiterverkaufen, mit wem wir wollen. Solltest du je die Verträge dafür sehen wollen, sind die 10.000 Seiten lang und du wirst eh kein Wort verstehen. Womit dann unser zukünftiges Verhalten ein Stück weit prognostiziert, mitgestaltet und in Werbewert umgemünzt werden kann. Das ist an sich, das ist zum Teil ein neues Phänomen. Das ist ein Phänomen, da man nicht sagen kann, so, das ist jetzt ganz böse, wir wollen das gar nicht haben. Wo wir aber dennoch ein großes Stück weit uns daran erinnern müssen, wie fein ziseliert unsere analoge Zivilisation ist. Ja? Die Ökonominnen, Ökonomen in der Runde sollen kurz nachdenken, wie die soziale Marktwirtschaft doch austariert ist. Die Juristinnen und Juristen sollen doch darüber nachdenken, dass es doch eine gewisse Fairness vor Gericht im Zivilrecht, im Strafrecht, im öffentlichen Recht und so weiter gibt. Das heißt, wir müssen diese Art von Regulierung, Fairness, und da ist Ethik ein wichtiges Element, aber nicht das einzige. Wir brauchen wirklich Regeln und Normen. Wer wollen wir denn sein? Wir wollen sicher kein chinesisches Sozialkreditwesen haben, aber wir wollen sicher auch keine, oder ich will zumindest sicher auch keine Form haben, wo ich immer nur das unterlegene Rädchen in einem großen Gestaltungsprozess bin, der irgendwo anders abläuft und ich weiß nicht einmal, was los ist. Was versuchen wir hier in Wien und viele andere Städte und Orte machen das auch, hier entgegenzuwirken, einerseits zu schauen, dass es Initiativen in Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Politik gibt, die eben schauen, wie kann man die Kräfte mobilisieren, die für demokratische, breit gestreute, rechtlich gut stabile Lösungen, und wie können wir, und das ist unsere Arbeit als Forschungsförderer, die Computerwissenschaftler und die Computerwissenschaftler früh, Martina, du verkörperst diese zwei Welten in dir selbst. Ja, es gibt ja Leute, die das gut können, aber noch viel zu wenige. Wie können wir die Computerwissenschaften mit den Juristen, mit den Ökonominnen, mit den Politikwissenschaftlern, mit den Philosophinnen früh an den Tisch bekommen und zu überlegen, was ist eine wünschbare Gesellschaft und wie schauen die Instrumente und die Werkzeuge aus? Und da ist jeder von uns, kann da was tun und ist eingeschlossen, weil jeder irgendwo an einem Hebel sitzt, wo er oder sie sagen kann, na, in was für einer Welt will ich überhaupt leben und wo komme ich mit 3-4 Schritten hin, um hier etwas zu tun. Ich kann da noch genauer werden, will aber nicht so lange jetzt meinen Teil einmal. Ja, da ist eh ganz, ganz viel. Ich würde gerne dem Herrn Schrems, nachdem Sie ja auch das Thema Plattformen angesprochen haben, kurz zu Wort kommen lassen, weil Sie haben ja wahrscheinlich nicht so etwas wie einen digitalen Humanismus erlebt in Ihrem Kampf mit diesen Plattformen, oder? Mit dem beschäftigen wir uns sozusagen eher, um vielleicht solche Ideen auch durchzusetzen. Ich glaube, was jetzt noch von den Themen vorher noch interessant dazu ist, ein bisschen durchgeklungen. Ich glaube, es ist sozusagen auch interessant, wie wir die Digitalisierung, wie auch immer man das jetzt definiert,
sehen. Also ich sehe vor allem den großen Unterschied sozusagen, dass Information inzwischen halt einfach sehr viel einfacher zu verarbeiten ist, ich sie viel leichter sammeln kann, auswerten kann etc. wie früher, wo ich früher wahrscheinlich 1000 Leute braucht hätte, um irgendein Profil über jemanden zusammenzustellen, kann ich das halt mit einem Knopfdrücken machen, wenn es gut funktioniert. Ne? Und für mich ist die große Frage sozusagen auf der eher philosophischen Ebene ist, wer hat die Macht über diese Daten? Also wenn wir sagen, Information ist irgendwie Macht, wer hat dann am Ende diese Macht und wie teilen wir die auf? Und ich glaube, das ist eh schon vorher auch angesprochen worden, so ähnlich wie wir halt gesagt haben, gut, wir brauchen so eine Art soziale Marktwirtschaft, um halt im Kapitalismus halbwegs die Balance zu halten. Brauchen wir denn eine Informationsgesellschaft, ich nenne es mal irgendwie informationelle Umverteilung, so praktisch kann man dann, was weiß ich, im Datenschutz sagen, ich habe Auskunftsrecht, kann sagen, ich weiß, ich würde gerne wissen, was dieses Unternehmen tut. Es gibt in allen Ländern, glaube ich, zivilisiert sind, außer in Österreich ein Informationsfreiheitsgesetz, wo ich sowas von Staat bekommen kann. Und ich glaube, das ist eine Art, sozusagen darüber zu nachzudenken, wer hat eigentlich da wo dann die Macht. Und das muss sozusagen natürlich so ähnlich wie in einer sozialen Marktwirtschaft so austariert sein, dass es sich auszahlt, unter Anführungszeichen innovativ, wobei ich das immer so als ein bisschen Bullshit-Wort verbuche, aber sozusagen neue Ideen herauszubringen und auch was davon zu haben und gleichzeitig aber nicht sozusagen den Rest der Bevölkerung abzumelken. Und ich glaube, in die Richtung ist es halt relativ interessant. Was mich jetzt als Jurist an der Ecke hängen geblieben ist, ist das Interessante, ist, dass wir recht viele Regeln in Europa dazu schon haben. Also ich glaube, dass wir durchaus, ich meine, es gibt extrem viel, wo man darüber streiten kann und man hätte DSGVO zum Beispiel halb so lange schreiben können und sie wäre auch noch gut gewesen. Aber ich glaube, das Interessante ist, dass wir durchaus halbwegs einen Grundkonsens haben, in welche Richtung das, glaube ich, zumindest im europäischen Kontext gehen sollte. Allerdings haben wir dominante Player, die sich von vorn bis hinten überhaupt nicht dran halten und es gibt relativ wenig Konsequenzen. Und das war jetzt zum Beispiel für mich das, wo ich mich sozusagen als Jurist in dem Bereich hängen geblieben bin. Weil es gibt, glaube ich, wenig Bereiche, wo man mit so viel davon kommt, obwohl es 100.000 Diskussionen gibt wie heute, wo man sagt, warum und wie und weiter. Und obwohl es Gesetze gibt, ohne dass es wirklich eine Konsequenz gibt. Und das finde ich noch sehr interessant, weil es gibt, glaube ich, wenig Bereiche, wo man sagen, es gibt wirklich jetzt teilweise die wertvollsten Unternehmen der Welt, die im Kern, zumindest aus europäischer Sicht, wahrscheinlich zum großen Teil auf Rechtsbruch basieren, also bei einigen zumindest, oder die zumindest in ihre dominante Position dadurch erstmal gekommen sind und dann nachher halt diversifiziert sind und jetzt auch durch andere Sachen auch machen. Ne? Aber ich glaube, das ist in dem Bereich relativ spannend, dass da noch sehr viel sozusagen geredet wird und recht wenig getan wird, was ich gleichzeitig aber nicht außergewöhnlich finde. Ich meine, wir haben auch am Anfang von der Industrialisierung wahrscheinlich sehr diskutiert, bis wir zum ersten irgendwie allgemeinen Sozialversicherungsrecht gekommen sind. Ich will nicht wissen, wie viele Jahrzehnte da dazwischen waren. Und so ähnlich haben wir es, glaube ich, in dem Bereich auch teilweise, dass wir auch noch sehr viel, glaube ich, schon Probleme durchaus realisieren und so, aber an Tätigkeits oft hapert. In unserem Bereich ist halt besonders, dass man dann so eine US-amerikanische versus europäische Geschichte dann spielt und sagt, naja, die bösen Amis sind das. Also zum Beispiel die Regulierung für solche Sachen können wir in Europa durchaus machen und hätten auch die Möglichkeit, das durchzusetzen. Aber da fehlt zum Beispiel sogar in den Bereichen, die jetzt geregelt haben und Datenschutz ist, ich probiere mal zu erklären, zum Beispiel die DSGVO ist halt eine reine Rohdatenregelung. Also sie sagt über KI überhaupt nichts aus. Die sagt einfach nur über Rohdaten was aus. Ja. Und aber sogar in den Bereichen, wo es jetzt relativ simpel ist, unter Anführungszeichen, wie bei einfach rohen Daten, setzt man es am Ende auch nicht durch und haben es auch teilweise so geschrieben, dass es kein Mensch mehr versteht, was ja auch nicht wirklich dazu führt, dass es dann irgendwie in der Realität ankommt. Ich habe eine Meldung aus dem Publikum, und zwar als Replik auf den Herrn Arnold. Ne? Ich zitiere kurz, Lange und Santarius zeigen in ihrem Buch Smarte grüne Welt, dass das von Arnoldner angesprochene Dematerialisierungsversprechen bisher nicht aufgeht, sondern zumindest gleich viel Ressourcen benötigt. Das sehen User halt nicht, weil sie sich in der Cloud abspielt. Also Digitalisierung ist damit nicht per se nachhaltiger. Bleiben wir vielleicht mal bei diesem Thema Nachhaltigkeit, weil ich weiß, die Gefahr ist, dass wir sehr, sehr breit werden, vor allem auch was die ökologische Nachhaltigkeit betrifft. Da gibt es ja, glaube ich, auch ganz unterschiedliche Studien. Die einen, die sagen, Digitalisierung ist sozusagen ein Klimaretter, weil es eben sehr, sehr viel ersetzt an nicht nachhaltigen Methoden, Tools etc. Aber es gibt natürlich auch die andere Seite. Herr Arnoldner, nachdem Sie direkt angesprochen wurden, wollen Sie darauf kurz eingehen?
Ja, ich meine, Sie haben eh das Thema Studien angesprochen. Wir haben jede Menge Studien, die das Gegenteil zeigen. Es wurde vor allem Bitkom angesprochen. Wir haben selber eine Studie gemacht, die ist noch nicht öffentlich. Ich mag noch nicht zu viel dazu verraten, aber die zeigt schon eine deutliche Korrelation zwischen CO2-Ersparnissen und digitaler Infrastruktur. Es gibt andere Studien wie GESI-Studie, die Ähnliches aussagt. Aber es ist richtig, wir haben sicherlich diese systemische Herausforderung, insbesondere der von mir vorhin angesprochenen Rebound-Effekte. Nur das heißt sozusagen der Mehrnutzung von Ressourcen aufgrund der Tatsachen, dass die Ressourcen per se effizienter genutzt werden. Nur wir dürfen bei diesem Rebound-Effekt nie vergessen, dass damit einhergeht natürlich auch ein im Prinzip ein Wohlstands- oder ein Wohlfahrtsgewinn. Ja, also zum Beispiel Bildung ist heute nicht mehr nur denjenigen zugänglich, die unmittelbar am Campus in Harvard und an anderen Universitäten Zugang haben, sondern im Prinzip global. Die Arbeitswelt ist auch auf das Beispiel von vorhin aus dem Mühlviertel zurückkommend oder die Reisen nach Wien hinein. Die Arbeitswelt steht einem heute nahezu von überall zur Verfügung, nicht? Aufgrund der Möglichkeit, remote zu arbeiten, zumindest in vielen Berufsbildern. Und diese Mechanismen sehen wir in vielen anderen Bereichen auch. Und, ich teile nahezu ausnahmslos alle diejenigen Sorgen, die jetzt in der Diskussion schon angesprochen wurden. Da haben wir ganz, ganz schwierige, teilweise philosophische Herausforderungen zu lösen. Und das in einem Umfeld, wo wir mit Playern zu tun haben, da bin ich schon beim Herrn James, die vielfach als too big to regulate irgendwie wahrgenommen werden, ja, welche, die mit einem unglaublichen Tempo arbeiten, wo wir natürlich sehen, ja, und ich sehe das im eigenen regulatorischen Umfeld, langsam die Regulatorik ist, wo wir auch überlegen müssen, da bin ich der Falsche, das zu beantworten, ich bin kein Jurist, da gibt es Mechanismen, die sozusagen zwischen den bisherigen regulatorischen Mechanismen und der echten Realität, wie sie halt tatsächlich dann tagtäglich passiert, wirken können. Aber wir sollten gleichzeitig bei all diesen Problemen nicht den Blick auf das große Ganze verlieren. Und ich bin im Grunde meines Herzens, es wird Sie nicht überraschen, trotzdem ein extrem technologiebejahender und fortschrittsbejahender Mensch. Und wenn schon die Bücher zitiert wurden, darf ich ein anderes ans Herz legen. Faithfulness vom Herrn Rosling, das wahrscheinlich eh viele hier gelesen haben, das zeigt schon sehr gut den großen Blick, Blick auf das große Ganze. Die globale Armut war nie so gering wie heute. Der Zugang von Frauen zum Bildungssystem war nie so groß wie heute. Die Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität war nie so groß wie heute. Die Säuglingssterblichkeit war nie so gering. Die Lebenserwartung war nie so hoch. Also sozusagen im Netto bin ich auch davon, wirklich vom Grunde meines Herzens überzeugt, dass es uns als Menschen gelingen wird, auch mit der Herausforderung Digitalisierung umzugehen. Und diese positive Grundeinstellung halte ich auch deswegen so für so wichtig. Eine positive Grundeinstellung macht es uns auch als Individuen viel leichter, uns aktiv mit den Themen auseinanderzusetzen. Ich gehe viel lieber zum, weiß nicht, Internet für alle Campus bei uns im Unternehmen oder in eine digitale Schulung, wenn ich mir grundsätzlich denke, das ist vielleicht nichts Schlechtes, aber ich muss noch etwas dazu lernen. Also wenn ich grundsätzlich mit einer absoluten Abhaltung an diese Dinge herangehe. Und diese Tonalität ist mir so wichtig. Ja? Und dann glaube ich auch, dass wir und ich möchte wirklich nicht kleinreden, diese spezielleren Themen, die Sie alle zu Recht angesprochen haben, adressieren können. Aber was mir wichtig ist, dass wir, und das sage ich speziell auch aus europäischer Sicht, ja, dass wir ein bisschen eine technologie-lebensbejahende Grundeinstellung behalten.
Sie haben das Thema Regulatorik angesprochen, dass sie zu langsam ist. Also umso größer ist ja dann auch die Eigenverantwortung, gerade von Unternehmen auch. Herr Zakostelski, wie schätzen Sie die Entwicklung ein, beziehungsweise auch hier die Verantwortung von Unternehmen? Der Herr Arnoldner hat das Internet für alle Programm unter anderem erwähnt. Aber letztlich, gerade wenn wir uns diese großen Akteure anschauen, das sind ja auch Unternehmen. Ich glaube, es ist beides wichtig, die Verantwortung von Unternehmen, aber auch die Verantwortung des Konsumenten selbst. Und man kann die Antwort wahrscheinlich nicht pauschal geben, sondern wirklich je Bereich, was Thomas Arnoldner zum Beispiel angesprochen hat, die Arbeitswelt. Ich glaube, da sieht man gerade durch die Corona-Zeit, sozusagen eine Beschleunigung erlebt haben. Wahrscheinlich ist das, was im letzten Jahr passiert ist, hätten wir es uns in den nächsten 5 bis 10 Jahren erst erlebt. Und in Bezug auf die Arbeitswelt ist Digitalisierung sicher eine ganz klare Hilfe in Richtung Nachhaltigkeit, weil einfach vieles an Wegzeiten erspart wird und damit auch CO2-Ausstoß, in welcher Form auch immer. Ich glaube, da ist das ein großer Vorteil. Es gibt da wahrscheinlich auch andere Beispiele, wo man schon genauer hinschauen würde müssen, zum Beispiel beim Thema E-Commerce, wo es auf der einen Seite natürlich auf den ersten Blick auch sehr charmant aussieht, weil man erspart sich ja den Weg hin zu einem Kaufhaus und vermeidet dadurch den CO2-Ausstoß, das Backel kommt dann nach Hause. Wenn man aber dann noch denkt, dass erstens jedes Backel einzeln auf die Reise geschickt wird und sonst halt als zentral in ein Kaufhaus geschickt wird, kann man wahrscheinlich schon nachdenken. Und erst recht, wenn man den zweiten Schritt geht und denkt, wie viel, und da bin ich jetzt beim Konsumenten, Menschen gar nicht nachdenken über diese Aspekte. Und wahrscheinlich, ich habe da jetzt keine Statistik von mir, aber von Bekannten mir so anhöre, kann man schon vorstellen, dass plus minus 50% der Pakete auch wieder zurückgehen. Das heißt, wieder der nächste Weg des Transports. Und gar nicht zu reden davon, was mit der Ware passiert, die zurück ankommt, wo man auch diverse Dinge in den Medien liest, wie viel davon vernichtet wird. Also spätestens dann schaut es dort wahrscheinlich ganz schlecht mit der CO2-Bilanz aus. Einen dritten Bereich möchte ich vielleicht kurz ansprechen, weil der uns in unserem Geschäft sehr stark beschäftigt, die Kommunikation mit dem Kunden. Das ist heute auch schon kurz angesprochen worden. Wir sind derzeit heute noch gesetzlich verpflichtet als Vorsorgekasse all unseren Kunden, und wir haben mehr als 3 Millionen Kundinnen und Kunden, jedes Jahr eine Kontonachricht per Post zuzusenden. Und wir kämpfen seit einer ganzen Reihe von Jahren dafür, dass wir elektronisch tun dürfen. Derzeit ist die Regelung so, es muss per Post sein, außer jemand gibt ausdrücklich die Erklärung ab, dass das digital erfolgen darf. Nur wir kennen die Trägheit der Menschen, wir laufen ihnen deutlich nach mit Gewinnspielen, allem drum und dran. Trotzdem sind es vielleicht 10%. Es müsste umgekehrt sein, grundsätzlich digital. Und nur wenn jemand Internetanschluss hat, dann bekommt das natürlich bei Post. Das ist ein gutes Beispiel. Also bei uns in der Firma gibt es wirklich einige Dinge, wo wir uns damit beschäftigen. Auch das Portal, wo jemand natürlich seine Informationen selbst sich anschauen kann und nicht alles zugeschickt bekommt. Also ich glaube, in dieser Welt, im Bereich Dienstleistung, Finanzdienstleister, im Kontakt, im Zugang mit den Kunden, da kann man sicher viel einsparen. Ohne allerdings sozusagen den Aspekt zu übersehen, wenn man schon davon spricht, man schickt das digital hin und her. Da gibt es eine Statistik, dass das World Wide Web im Jahr 2030 so viel Strom verbrauchen wird, wie die gesamte Weltbevölkerung im Jahr 2011 verbraucht hat. Also mit einem Wort, breite Themen. Ich glaube, deswegen muss man wirklich immer auch den einzelnen Portionen diskutieren, um dort wirklich annähernd in die Tiefe kommen zu können. Wir machen, und damit bin ich mit meiner Ausführung schon zu Ende, wir achten auch zusehends auf das Thema Partnermanagement, wo das Thema Lieferketten dahinter steht. Weil das eine ist, selbst auf Nachhaltigkeit im Unternehmen zu setzen. Wir sind übrigens seit 2016 klimaneutral, war uns ganz wichtig von unserer eigenen Betriebstätigkeit. Und das nächste Schritt ist aber hier, immer auf die Lieferketten zu gehen. Oder, wenn wir das Thema Elektroschrott halt noch gar nicht angesprochen haben, wir schauen auch, dass Geräte von uns mit einer gewissen Funktionalität nicht mehr bringen können, dass die weiter genutzt werden können, von irgendwelchen sozialen Organisationen weitergegeben an Menschen, die sich überhaupt keinen Zugang sonst leisten könnten. Vielschichtig. Danke.
Darf ich vielleicht kurz zwei Sachen einlassen, nachdem uns gesagt worden ist, wir sollen auch möglichst interaktiv sein. Ich glaube, dass was der Arnold dort zuerst gesagt hat, ist extrem interessant, dieses sozusagen dieses Jahrende. Und ich glaube, das muss man auch sozusagen gleich von Anfang an bei solchen Diskussionen irgendwann einmal einschlagen, ist, dass gerade die Leute sozusagen ab und zu auch sagen, da ist ein Problem. Klassisch, die sind die als Kiddies schon irgendwo im Keller ihren Computer auseinanderbaut haben und daher sehr einen sozusagen technisch positiven Zugang haben. Und sehr bei uns selber, ich meine, ich, teilweise von dem, was wir machen, wir programmieren selber unsere Systeme mit und weiter. Das ist ja sozusagen, man hat ja prinzipiell einen Zugang dazu. Und ich glaube, die Frage ist ja nicht sozusagen Digitalisierung, ja, nein, das ist ja sozusagen eine absurde Idee, sondern die Vorstellung ist, wie. Die große Frage ist einfach nur, wie und wie kann man sozusagen die verhindern. Und es kommt auch ein bisschen sozusagen, ich habe mir das zuerst probiert aufzuzeigen, eine wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Also wir sehen das tagtäglich, sehen Systeme, die zum Beispiel vollkommen nicht rechtskonform darstellbar sind. Also da haben Leute Millionen Euro investiert in irgendein System, was einfach nie gesetzlich konform funktionieren wird. Und es ist wirtschaftlich schon sozusagen ohne irgendein Ding einfach nicht nachhaltig im Sinne von, das ganze System wäre ich da nicht schmeißen müssen oder vielleicht sogar den ganzen Wirtschaftszweig einstellen müssen. Wenn der im Kern auf Rechtsbruch basiert, dann wird das eben nicht wahnsinnig lang funktionieren. Ne? Und ich glaube, die Dimension der Diskussion ist halt spannend, wie wir das dann gestalten. Und da ist, glaube ich, gerade aus unternehmerischer Sicht auch oft sinnvoll, sich zu überlegen, ich komme vielleicht jetzt noch damit davon, aber in 10 Jahren reißt es mich dann endgültig auf und ich muss eh umbauen. Also warum nicht gleich richtig machen? Also ich glaube, dass das, den wir zum Beispiel im Bereich Datenschutz mag in anderen Bereichen verschieden sein, sehr regelmäßig, dass wir auch mit Systemen zu tun haben, die 2000, 2005, 2010 gebaut worden sind. Damals nach dem Motto, da steht zwar Datenschutzgesetz, aber das will eh keiner einhalten und das ist eh wurscht. Und jetzt, wo es dann auf die DSGVO gelaufen ist, war dann auf einmal große Aufregung da. Also ich glaube, dass man es eher in dem Sinne sehen muss, wie man das richtig macht. Zur Regulatorik nur ganz kurz ein Wort. Zumindest in, ich habe ja diese ganze DSGVO-Geschichte in Brüssel mitgemacht. Das war allein ein sozusagen Sorgengrund, warum ich, glaube ich, nicht mehr nach Brüssel will. Aber da war gerade auch die Industrie ein sehr großer Gegenspieler. Also da waren gerade die Bitkom und Co. genau die, die das sozusagen mit allen möglichen Mitteln probiert haben zu blockieren, weswegen so Sachen dann auch endlos lang dauern, teilweise sehr schwammig sind, sehr schwierig sind und am Ende, glaube ich, oft diese Lobbyisten, die da losgeschickt werden, gar nicht genau wissen, wie Wirtschaft in der Praxis funktioniert, weil es meisten Unternehmen sagen heute, sie wollen einfach eine klare Ansage, was geht und was nicht geht. Und der Lobbyist probiert das möglichst irgendwie so zu zerfuseln, dass man am Ende überhaupt nicht mehr weiß, was dieses Gesetz eigentlich bedeuten soll. Zumindest auf dem Brüssel-Parkett läuft das so. Und ich glaube, das ist von der Regulatorik ein Problem. Letztes kleines Wort noch dazu. Ich glaube, Nutzerverantwortung ist ein extrem interessantes Thema. Und es besteht in vielen Bereichen, aber es ist auch, glaube ich, in der Digitalisierung sehr spezifisch, dass wir sehr viel auf den Nutzer abschieben. Also wir schieben, was weiß ich, Bauordnung nicht auf den Nutzer ab. Wir gehen davon aus, da gibt es irgendwo ein Amt und das stellt fest, dass ein Häusl steht und kann dann als Normalbürger reingehen und man muss keine Angst haben, dass einem beim Schädel zusammenfällt. Und im Bereich Digitalisierung sagt man, naja, da gibt es einen Button und du hast draufdrückt und du als 70-jährige Oma hättest ja verstehen müssen, was da jetzt wirklich passiert. Und das ist interessant, weil das die Industrie gerade in den USA sehr kommen, auch bei, was weiß ich, Plastik, Rauch, sonst was Debatten, weil die Idee, der Nutzer ist schuld, also der Raucher ist schuld, dass er Krebs kriegt, nicht die Tabakindustrie oder also sozusagen dieses Narrativ. Und das gibt es in der Digitalisierung auch recht stark. Neben dem Teil, dass wir viel mehr sozusagen Ausbildung brauchen, ist es lächerlich, dass die Kids nicht programmieren lernen in der Schule. Aber das heißt gleichzeitig nicht, ich habe mich 10 Jahre mit Facebook beschäftigt, ich kann Ihnen nicht erklären, wie Facebook genau funktioniert in allen Details. Und ich glaube, die meisten Techniker von Facebook können nicht erklären, weil es so komplex ist, dass das keiner mehr versteht. Und da ist wieder sehr schwierig mit der Nutzerverantwortung, weil das einfach Dinge sind, die drüber hinaus, was irgendein Mensch verstehen kann, wenn er 10 Stunden kackelt hat und dann am Abend einfach nur ein Posting irgendwo hinsetzen will. Und da ist es mit der Nutzeraufklärung überschaubar sinnvoll. Und das ist ähnlich in anderen Bereichen. Das weiß ich, wenn es um Müllvermeidung geht und Co., dann können wir viel Kampagnen machen. Aber am Ende ist halt die Frage, gibt es ein gescheites Recycling-System oder nicht? Aus welchen Materialien sind die Sachen? Da hat man mehr Hebel als mit einer sozusagen Kampagne und Awareness und so. Das heißt, wir haben jetzt die Verantwortung der Unternehmen, die der User, der Individuen praktisch. Herr Stampfer, vielleicht noch ganz kurz, nachdem Sie ja zum einen früher weg müssen und gleichzeitig, wenn wir über Regularien reden, wie sehen Sie das? Sie sind ja da doch an führender Stelle. Naja, ich habe zumindest von meiner Profession her eine Verpflichtung, ein Technologieoptimist zu sein und auch eine gewisse Verpflichtung dadurch
mir die Laune nicht zu sehr einschränken zu lassen. Die Aufforderung, gut gelaunt zu sein, geht für mich aber immer ein Stück mit einher mit was anderem, nämlich auch mit der Ermächtigung, eine Ermächtigung zu bekommen, etwas mitgestalten zu können. Weil nur gut aufgelegt, das zu essen, was mir jemand anderer serviert, das ist mir im Leben zu wenig. Und ich bin noch jemand, dem es verdammt gut geht im Leben. Also diese Aufforderung hat dann, kommt umso glaubwürdiger, je mehr sie ein partizipatives, demokratisches Unterfutter hat und dieses Unterfutter auch stärkt. Und da möchte ich noch einmal die Werkzeugmetapher nutzen, sozusagen die Werkzeuge, wie sie gebaut werden und wie sie genutzt werden, sind natürlich ganz entscheidende Punkte. Und um mit einer auch Analogie zu kommen aus einem anderen Bereich, der auch mit Ökologie zu tun hat, meine Einstellung als jemand, der in der Stadt mit dem Fahrrad und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ausschließlich unterwegs ist oder fast ausschließlich unterwegs ist, was ein gelungenes Miteinander ist, ist sicher sehr massiv unterschieden von jemand, der große SUVs importiert. Ja? Wir können nicht einer Meinung sein. Ich will aber genauso viel Mitgestaltungsmöglichkeit haben in der Stadt, ich und meinesgleichen, wie der das die SUVs importiert und dessen Key Performance Indicator hat, wie viel, wie möglichst große Trümmer verkaufe ich in Wien. Also, und das, wenn wir das immer mitbedenken, ich glaube, dann sind wir schon einen schönen Schritt weiter. Ich möchte mit einem Zitat schließen von einem Philosophen, Religionsphilosophen, der vor 400 Jahren gelebt hat. Das wird jetzt häufig zitiert, von Blaise Pascal, alte Computersprache heißt auch Pascal, interessanterweise. Das lautet, das ganze Unglück der Menschen rührt allein daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer zu bleiben vermögen. Das ist natürlich, erstens ist ein vollkommen antikapitalistischer Satz, ja, avant le capitalisme, ja, und zweitens hat der Herr Pascal natürlich nicht gewusst, was für Geräte man alles bei der Hand haben kann, wenn man allein ruhig in einem Zimmer sitzt. Aber so hat das nicht gemeint. Also ich glaube, wir brauchen möglichst viel demokratische Gesinnung und möglichst viel Möglichkeiten, auch ein selbstreguliertes Leben führen zu können. Weil sonst gibt es den Rebound zum Quadrat, der uns die Umwelt und die Demokratie zusammenhält. Mhm. Frau Ara, wie sehen Sie das als Psychologin? Wir haben da jetzt sehr, sehr breit verschiedene Aspekte. Alles so, oder? Wie sehen Sie das alles? Okay. Ich habe gerade versucht, irgendwie darüber nachzudenken, wozu ich Stellung beziehen möchte. Also vielleicht grundsätzlich, ich glaube auch, dass ein konstruktiver Zugang oder dass ein demokratisches Schaffen von Zukunftsbildern, die man sich dann als handlungsanweisend vorhalten kann und dann drüber nachdenken kann, wie man da hinkommt, dass das sehr wichtig ist. Wir sehen im Bereich der Forschung zu Technologieangst, gibt es nicht erst seit künstlicher Intelligenz und Robotik, sondern gibt schon Jahrzehnte Forschung dazu. Früher hieß das Computerangst. Sehr klar, dass die Kernfaktoren, die da dahinter stecken, eigentlich immer was zu tun haben mit fehlender Kompetenz, fehlendem Wissen oder fehlender eigener Kompetenzeinschätzung. Ja, manchmal, vielleicht ein bisschen überrepräsentiert bei Frauen, ist die Kompetenz eigentlich gar nicht so weit entfernt, aber man hat es nicht so am Schirm. Und insofern finde ich das ganz, ganz, ganz einen wesentlichen Aspekt, dass wir
Digital Literacy oder AI Literacy jetzt als neueren Terminus irgendwie, dass wir uns wirklich da stärker bemühen, Technologie, Digitaltechnologie nicht als Rocket Science zu mystifizieren, die nur ganz wenige Super Nerds, Einzelgenies dann in ihren dunklen Kapuzenpullis im Kämmerchen machen. Ich habe auch welche, Max Schrems hier. aber sondern dass das was ist, wo man sich auch idealerweise selbst ermächtigen kann damit und idealerweise selbst Dinge transformieren kann damit. Da müssen wir irgendwie hinkommen. Das ist ja dann, also Digital Literacy ist ja jetzt schon was, worüber lange gesprochen wird. Das wäre dann irgendwie so diese, das wären dann so diese Higher Level Skills, dass man selbst was damit tun kann. Und natürlich, da müsste man bei Kindern anfangen. Ich verstehe das auch nicht, warum nach wie vor nicht stärker Logik des Programmierens und in Kombination damit ganz, ganz wichtig kreative, interdisziplinäre Projektarbeit unterrichtet wird. Das sind die Dinge, die wir zusammenbringen müssen. Und ich möchte vielleicht nur ein Studienergebnis kurz zitieren, das auch nochmal untermauert, warum irgendwie diese Kompetenz so wichtig ist für einen konstruktiv-kritischen Zugang zur Zukunft. Es gibt von Bertelsmann Stiftung aus Deutschland so eine repräsentative Umfrage zum Thema, was die Leute über das Wort Algorithmus wissen und denken. Und da ist A mal rausgekommen, die meisten, also ungefähr die Hälfte der Leute, wissen überhaupt nichts damit anzufangen. Lustig ist ein Begriff, den wir irgendwie täglich lesen und hören, aber es wird heute nie gescheit erklärt. 50% wissen gar nicht, was das ist. Je weniger Leute wissen, verbinden oder sich kompetent fühlen in so einem Bereich, desto mehr abstrakte Risiken und Gefahren nehmen sie wahr. Okay. Je mehr Leute darüber wissen, desto ausgeglichener wird die Chancen- und Risikowahrnehmung. Also nicht desto mehr rosarote Brille und Hurra, sondern desto ausgeglichener werden sowohl Chancen als auch Risiken wahrgenommen. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Tja, Frage, wie kommen wir dorthin? Frau Zeller, was machen die Medien hier? Die werden ja auch gefordert. Die werden es auch nicht schaukeln allein, aber allein schafft es niemand. Ich möchte genau das aufgreifen mit den positiven Bildern, was die Marine erwähnt hat und auch der Herr Arnold, ein Freund von mir unterrichtet an einer Fachhochschule und hat einmal die Studenten gefragt nach Utopien, Gesellschaftsutopien, Technikutopien und keiner hat Utopie gehabt, jeder nur Dystopie. Ja? Das sind einfach wir in Mitteleuropa und Tina weiß das sicher noch besser, woher das ja historisch und so weiter kommt und die ganzen Bilder, die wir auch geliefert bekommen haben, auch aus der Robotik und so weiter, haben sicher dazu beigetragen. Ich bin auch der Meinung, dass wir einen positiven Zugang brauchen, das heißt also auch eben diesen der Selbstermächtigung und auch den Glauben haben müssen, dass wir etwas gestalten können. Wenn wir das nicht haben, natürlich wird uns dann nichts einfallen, logisch. Ja. Was jetzt die Medienkompetenz betrifft, das ist so ein großer Begriff und da hat eine Kollegin kürzlich eine tolle Sendung darüber gemacht. Wir stehen heute vor dem Problem, dass Erwachsene, die sich nicht auskennen, Kindern, die sich nicht auskennen, die digitale Welt erklären sollen. Ja, das ist ein gewisser Widerspruch, über den kommen wir momentan nicht ganz drüber, ganz ehrlich. Ja. Es gibt einen wunderbaren Forscher aus Deutschland, der Leiter vom Büro Berlin, der Thomas Feibel, der zeigt es immer genau, wie widersprüchlich eigentlich auch dieses Konzept der Medienkompetenz und der Digital Literacy und so weiter ist. Wahrscheinlich ist schon viel damit gewonnen, wenn wir einmal eben diesen positiven Zugang zu den Medien entwickeln, sozusagen einen gestaltenden Zugang, dass wir eben nicht nur die Opfer und die Nutzer sind. Ja, immer, wir reden permanent von Userinnen und Usern, von Nutzern. Ist auch ein bisschen verkürzend wahrscheinlich, wo man einiges machen könnte. Gleichwohl bin ich auch gar nicht so negativ, wie es vielleicht in der ersten Wortmeldung rausgekommen ist. Ich glaube, dass wir gerade in Europa ohnehin einen vergleichsweise guten Weg gehen, dass wir nämlich nicht dieses absolute Laissez-faire der Amerikaner haben und auch nicht natürlich diese Technik-Autokratie der Chinesen. Da bemühen wir uns eh sehr, aber das ist natürlich nur viel, viel mehr möglich auf regulatorischer Ebene, dass wir quasi unsere Grundrechte und so weiter sichern. Das heißt, da greift eigentlich für mich alles ineinander. Ja? Auch die Politik, wie sich die dem Thema nähert. Unbestritten sind wir Mitteleuropäer einfach sehr, sehr konservativ. Ja. Das zeigt sich nicht nur daran, dass Frauen nur immer weniger verdienen als Männer, sondern in vielen anderen Bereichen auch. Ja.
Und dieser konservative Zugang, der bremst uns natürlich schon immens, ja, weil immer, was wir machen, wenn man sagt, das ist Teufelszeug, wir wollen die Kinder fernhalten davon, ja, auch schon von Handys etc. Man kann es ihnen nicht beibringen, wenn man es selber nicht verstanden hat. Man bringt es ihnen auch nicht bei oder versucht es auch nicht gemeinsam zu lernen. Ja. Was Medien jetzt, also Medien wie wir dazu tun können, wir probieren es ständig, ja, jeden Tag um 5.05 Uhr bis 5 und am Freitag von 19.05 Uhr bis 19.30 Uhr, um Werbung zu machen, bemühen wir uns um einen positiven und konstruktiven Zugang zum Thema, ja, und nicht quasi eine Abwehrhaltung, wo wir immer nur sagen, wie schlimm das alles ist, was auf uns zukommt. Nein, ich glaube zutiefst, ich bin zutiefst begeisterter Demokrat, ich bin zutiefst davon überzeugt auch, dass wir das gestalten können, aber auch, dass wir das gestalten müssen, ja, unseren Umgang mit Medien, mit neuen Technologien und eben nicht irgendwie da sitzen und warten, was jetzt gerade wieder daherkommt und das muss man nehmen, ja. Ich würde jetzt gerne nochmal zurückkommen auf das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben eine Frage aus dem Publikum, wir haben ein bisschen was davon schon, glaube ich, beantwortet, aber was kann jetzt Digitalisierung, auch auf die Zeit schauen, bitte kurz antworten, zum Kampf gegen Klimawandel beitragen? Wer fühlt sich da in der Lage, das zu beantworten? Mit ein paar Beispielen vielleicht. Wer möchte darauf eingehen? Ich fange an, weil ich mich dann auch verabschieden muss. Hier ist mein Wissenschaftsoptimismus und Technikoptimismus riesengroß. Es gibt wirklich die tollsten Leute, die schauen, wie Cloud-Energie effizient gemacht werden kann, wie Maschinenlernen energieeffizient gemacht werden kann, wie man mit Digitalisierung, mit entsprechenden Hard- und Softwarelösungen dezentrale Energieerzeugung und Energiespeicherung in den Griff kriegen kann. Das Streamen ist, glaube ich, noch ein ungelöstes Problem, aber viele Dinge sind da wirklich toll unterwegs und da ist Wissenschaft und Forschung sensationell gut drauf. Mhm. Ja, Mara, wollen Sie da gleich fortsetzen? Ja, ich bin ja auch, wie Sie eingangs erwähnt haben, Mitglied im Österreichischen Rat für Robotik und künstliche Intelligenz. Wir sind sozusagen als Gremium dem jetzigen Klimaschutzministerium angestückelt und haben deswegen jetzt auch einen großen Schwerpunkt, an dem wir gerade intensiv arbeiten, nämlich uns damit zu beschäftigen, wie können Robotik und künstliche Intelligenz idealerweise im Sinne des Klimaschutzes eingesetzt werden. Es ist alles nicht so klar, es ist alles sehr komplex, Rebound-Effekte und so weiter ist ja schon angesprochen worden, aber um positive Beispiele zu nennen, durch Maschinenlernen beispielsweise optimale Fahrpläne mit optimaler Auslastung für Frachtrouten errechnen zu lassen oder designen zu lassen, wäre so ein kleines Beispiel. Dann aber auch was vielleicht weniger bekannt ist, in der Entwicklung in der Materialentwicklung, in der Batterie- oder Solarzellenentwicklung beispielsweise, kann künstliche Intelligenz auch mithelfen, um verschiedenste Kombinationen von Materialien zu simulieren und besonders gut wirkende Kombinationen zu entdecken quasi. Das wäre vielleicht beides jetzt, was in der Mitigation, also wo es so um CO2-Reduktion geht. Dann gibt es natürlich einen anderen großen Bereich, Adaptation, wo es quasi so um das, wir müssen uns anpassen dem Klimawandel, der ja Realität ist. Und ja, jetzt geht es ja nur mehr darum, dass man es möglichst in Grenzen hält. Ja, das muss man sich ja immer ins Bewusstsein rufen. Da kann natürlich diese datenlernende künstliche Intelligenz, die momentan ja die vordergründige Technologie in dem Bereich ist, Prognosen liefern über Weiterentwicklungen und Prognosen können dann beispielsweise in konkreter Stadtplanung mit berücksichtigt werden. Also wo es vielleicht um Hochwasserschutzdämme dann gehen könnte zum Beispiel, ja. Mhm. Genau, das wären so Beispiele, aber man darf nicht vergessen, dass man gleichzeitig wirklich darüber nachdenken muss, wie man auch die künstliche Intelligenz, wenn wir davon jetzt widersprechen wollen, selbst energieeffizient einsetzt und es braucht vielleicht nicht immer das mega komplexeste neuronale Netz mit
Millionen von Parametern, so wie GPT-3 ein Beispiel, das 500 Milliarden Wörter als Datensatz zum Trainieren verwendet hat. Und natürlich ist sowas dann auch dementsprechend energieaufwendig, sondern ich glaube, es geht auch darum, und da arbeitet die Europäische Kommission ein bisschen in dem Bereich, dass man auch darüber nachdenkt, wie KI selbst dann effizient eingesetzt werden kann. Mhm. Franz Zeller? Ich habe ja vorhin die Bitkom-Studie angesprochen, die letzte Woche, glaube ich, veröffentlicht worden ist. Und die sagt, dass eigentlich jede fünfte CO2-Tonne eingespart werden könnte durch Digitalisierung. Und eben die Beispiele, eins habe ich erwähnt, Landwirtschaft, anständige Sensorik, würde 16% Emissionen in der Landwirtschaft zum Beispiel bedeuten, die ausfallen. Was haben wir nur? Gesundheit. Zum Beispiel auch eine elektronische Gesundheitsakte hat ein Riesenpotenzial, um nur ein Beispiel zu nennen. Ja. Die Deutschen schreiben von 6.000 Tonnen pro Jahr, das sind also umgerechnet auf Österreich ein Zehntel ungefähr, ist ja gar nicht so wenig. Dann natürlich gerade die erneuerbaren Energien, da werden wir sowas nicht auskommen, ohne gewisse Smartness, die das Wort auch verdient, also diese Smart Grids und so weiter. Digitale Zwillinge hat die Martin angesprochen eben, dass man Prozesse simulieren kann und da nicht einen riesigen Ressourcen- und Rohstoffverbrauch hat, sondern zuerst einmal die Dinge modelliert und schaut, wie geht sich das aus. Im Transportbereich sowieso, das ist ganz klar. Was ich auch interessant finde, um in der positiven Note zu bleiben, zum Beispiel dieses die Industrie 4.0 und so weiter, ja, die könnte uns zum Beispiel wieder ein bisschen unabhängiger machen von zum Beispiel von China. Ja? Wenn wir nämlich quasi die Fertigung zum Teil zumindest zurückgewinnen, und ich nenne jetzt ein Beispiel aus der Mode, weil mir das irgendwie sehr, sehr beschäftigt seit längerer Zeit. Man weiß ja, dass dieser Mode von der Stange, so wie ich sie halt trage die meiste Zeit, wird 30-40% pro Jahr einfach verbrannt und eingestampft. Ja? Das sieht nie irgendwie ein Kleiderhaken, wird auch nicht im Geschäft aufgelegt, sondern es wird einfach überproduziert, weil das nicht gescheit modelliert wird und so weiter. Und es wird auf Teufel komm raus produziert. Ja. Man weiß, wie das ist mit Baumwolle, mit dem Ressourceneinsatz, mit dem Gifteinsatz, mit dem Wassereinsatz. 40% werden vernichtet, ja, umgetragen, Jahr für Jahr. Ein völliger Wahnsinn im Grunde. Wenn man das ein bisschen gescheiter macht, und es geht wirklich nur mit Technologiehilfe und mit digitaler Hilfe, dann lässt sich allein da schon sehr, sehr viel sparen. Dazu kommt, dass gerade die Industrie 4.0, also die Vernetzung der Produktion, es möglich macht, wieder Einzelstücke zu fertigen zu einem vernünftigen Preis. Das heißt, da kommen auch wir Europäer wieder ins Spiel und würden da wirklich mehr oder weniger zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, dass man jetzt sagt, in Portugal und in der Türkei, egal wie europäisch man das sieht, entsteht wieder eine gewisse Kleidungsindustrie, die noch so ökologisch nachhaltiger wirtschaftet zum Beispiel als die jetzige. Ja? Wobei man bei der jetzigen schon sagen muss, wenn sie ein Stück aus China bekommen, dann bekommen sie schon was Hochwertiges, selbst von den sozialen Umständen in den Fabriken, im Vergleich zu Kleidungsstücken, die sie aus Bangladesch, aus Indien bekommen. Ja? Also auch da wäre sehr, sehr viel möglich, wenn man mir irgendwie meine Kleidung von der Stange mehr oder weniger trotzdem auf den Leib schneidet, ja. Und da sehe ich Chancen. Vielleicht, Herr Zakoselski, weil Sie haben es ja vorher schon angesprochen, dass auch wieder diese Verkürzung der Lieferketten, das ist auch das, was jetzt der Herr Zeller gerade angesprochen hat. Wie sehen Sie das, was jetzt zum Beispiel Ihre Branche betrifft und gerade wenn wir uns jetzt auch Corona als Beispiel nehmen, da verändert sich ja auch sehr, sehr viel. Ja, ich glaube persönlich, dass man, und was vielleicht auch in unserer Diskussion, eine Komponente nicht ganz vergessen sollte, die es auch noch gibt, nämlich den Menschen. Mhm. Der ist bei uns jetzt eigentlich auch nicht vorgekommen. Und so wichtig sozusagen Computer- und Roboterpsychologie ist, ich glaube, die Psychologie, den Menschen mit zu begleiten bei der Digitalisierung, sollte man nicht vernachlässigen. Weil da spielt so Themen eine Rolle wie die Bewusstseinsbildung. Bei all diesen Themen, die wir besprochen haben, um ein kleines Beispiel herauszugreifen, die Fridays for Future, die ich sehr unterstütze und sehr dafür bin, aber auch da muss man den jungen Menschen klar machen, sie treten dafür etwas Gutes ein, und es ist eh oft zitiert, das ist leider ein sehr plakatives Beispiel in den Medien, aber auf der anderen Seite ein oder mehrere Smartphones zu haben und im Sinne der persönlichen Freiheit, jeden Film immer dann zu sehen, wann ich ihn gerade sehen will, und zu streamen und nicht, wann man ausgestrahlt wird,
das sind Dinge, ich glaube, da sind die meisten Menschen, ich sage mal locker 90%, einfach nicht bewusst. Das ist eine Komponente. Da möchte ich vielleicht einmal den Wunsch äußern. Man spricht immer von Digital Literacy, genauso wie wir in der Finanzdienstleistungsbranche sprechen von Financial Literacy. Und wenn es natürlich auf Englisch sein muss und damit schön klingt, ich würde sagen, machen wir doch NH Literacy, also Nachhaltigkeitsbewusstseinsbildung und Schulung. Und den Punkt meine ich wirklich ganz im Ernst. Ich bin pass erstaunt, jetzt reden wir auch davon, dass der Klimawandel die größte Bedrohung für die Menschheit ist. Bin wirklich sehr davon überzeugt. Aber in den Schulunterricht findet das eigentlich nicht wirklich einen Einklang. Das wäre so ein Wunsch, den ich da adressieren würde. Wir, und damit ich es in die Realität herunterbreche, in unserer Firma achten sehr darauf, dass wir die, vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen. Und Homeoffice, Frau Fauer-Wiener, Sie haben es angesprochen, Homeoffice war da wirklich ein sehr gutes Beispiel. Für alle Beteiligte, großteils sehr abrupt, der starke Wechsel, von heute auf morgen großteils zur Gänze in Homeoffice gegangen. Was man daran sieht, dass die Kommunikation zwischen den Menschen, zwischen der Führungskraft und den Mitarbeitern oder den Mitarbeitern untereinander. Wir haben da durchaus ein paar Tipps und Tricks, zum Beispiel gemeinsam tatsächlich trotzdem eine Kaffeepause zu machen. In dem Fall der Vorteil der Digitalisierung, eine digitale Kaffeepause, wenn man sich da verabredet und das, den Kaffee vor sich hat. Die Kunden habe ich bereits angesprochen, aber für uns ist wirklich der ganz zentrale Punkt unsere Mitarbeiter, und Nachhaltigkeit bedeutet ja nicht nur, natürlich vor allem das Thema Kampf gegen den Klimawandel, aber auch die soziale Komponente sind wir da sehr stark drinnen. Also ich glaube, das sollte man bei all diesen Diskussionen nicht vergessen. Mhm. Frau Mara? Ich wollte nur kurz replizieren. Ich hatte ja das Gefühl, dass wir die ganze Zeit eigentlich über den Menschen reden. Und es tut mir wahnsinnig leid, wenn Sie den Eindruck hatten, dass wir uns in meinem Labor um die Psyche von Robotern kümmern, was natürlich keinesfalls Fall ist, was ja auch völliger Science-Fiction-Nonsens wäre. Sondern klarerweise geht es bei uns, so wie ich vorher erwähnt habe, ne, Technologieakt, woher kommt das, was kann man dagegen tun? Das sind ja alles Dinge, wo es um das Erleben, Wahrnehmung und das Verhalten von Menschen geht, und die stehen natürlich mit ihren psychologischen Bedürfnissen bei uns im Zentrum. Wir kümmern uns ganz viel beispielsweise um inwiefern die drei wesentlichen psychologischen Grundbedürfnisse, die laut Literatur die meisten von uns gemein haben, durch neue Technologien möglichst erfüllt werden können. Das ist Autonomie, das ist Kompetenz, also dass ich mich selber kompetent fühle in dem, was ich tue, und das ist soziale Eingebundenheit beispielsweise, wollte ich nur kurz sagen. Und bei den Fridays for Future, ich glaube, da darf man nicht ganz unterschätzen, wie viel die jungen Leute teilweise schon wissen. Also ich glaube, manche von denen sind durchaus darüber bewusst, dass sie, wenn sie Vegetarier sind, beispielsweise dann vielleicht 1, 2, 3 Mal was von Netflix für ihr Karma gratis streamen können. Naja, das ist, jede Seite hat sozusagen mindestens 2 Dimensionen. Also das ist, glaube ich, in dem Thema, das ist das, was sich jetzt auch durchgezogen hat, ganz offensichtlich. Und das ist auch das, was unser Publikum in der Wolke oder in der Begriffswolke auch sehr schön auf den Punkt gebracht hat, nämlich diese Ambivalenz. Ja, also beide Seiten hier, jeweils die positiven Effekte und die negativen. Vielleicht kann die Technik kurz, nachdem wir schon auch zum Ende kommen und eine kurze Stunde noch machen, aber das vielleicht vorher noch kurz diese Wolke einblenden. Man sieht hier was so an Begriffen gekommen ist und ist schon nach wie vor, um das ein bisschen abzurunden, das Positive, also der Fortschritt, der wirklich am stärksten genannte Begriff, und KI dann an zweiter Stelle. Also es sind schon, glaube ich, der Grundtenor ist insgesamt ein positiver. Und ich glaube, das ist ja auch das, was die Frau Mara jetzt zum Schluss gesagt hat. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht das Wohlbefinden der Menschen und nicht unbedingt der Roboter. Ich weiß nicht, muss man Roboter eigentlich auch gendern? Roboterinnen? Nicht, oder? Also ich bin keine große Verfechterin von gegenderten Maschinen per se. Ich finde, Siri und Alexa sind schon viel zu sehr traditionelle Rollen-Klischee-Frau. Insofern nein. Okay, gut. Dann machen wir noch eine kurze Runde Frage an Sie. Und ich würde gleich gern wieder mit der Frau Mara beginnen. Wenn Sie jetzt
Resümee ziehen. Und ich weiß, es ist jetzt ein sehr, sehr breites Thema, das wir heute versucht haben aufzurollen, das, wie haben Sie gesagt, unsäglich breit ist, also fast zu breit. Aber was braucht Ihrer Meinung nach, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, was ist Ihr persönlicher Zugang oder auch Ihr persönlicher Wunsch zum Thema Digitalisierung? Was braucht es für die Zukunft? Kurz und knackig. Ja, also ich glaube, dass man noch viel besser Technologie und Klimaschutz, Natur zusammenbringen muss. Ich glaube, dass Technologieunternehmen viel stärker mit Climate Scientists, mit Leuten aus dem Klimaschutz, aus der Klimawissenschaft zusammenarbeiten müssen. Das ist ein Feld, das auch wie viele andere wirklich nach mehr Interdisziplinarität schreit. Wir müssen bei jungen Personen, wir versuchen das an der JKU ganz stark in unserem KI-Studium schon mehr über die Disziplinengrenzen hinausdenken und das besser verbinden. Das ist ganz essentiell und was ganz Kleines, Simples, weil Ostern vor der Tür steht und Digitalisierung und digitale Ungleichheit, die es immer nur sehr stark gibt, auch zwischen den Geschlechtern, würde ich mir wünschen, dass es in den Ostnesteln nicht die rosa Überraschungseier für die Mädels und die blauen für die Burschen gibt und in den blauen ist der kleine Roboter drin und in den rosaroten der Schminkspiegel. Das ist ein sehr schönes Bild. Vielen Dank. Herr Strex, was wäre Ihr Wunsch? Ja, es sind zu viele Themen. Ich glaube, was ja relativ klar und bei solchen Diskussionen da immer sehr stark rauskommt, ist die ganze Ausbildungsseite. Ich meine, ich habe schon, ich glaube, im Vorgespräch kurz gesagt, wenn ich habe damals sozusagen Informatik in der Schule bekommen, kann deswegen zumindest halbwegs lesen, was diese Dinger da so tun. Und als Jurist ist es ganz praktisch, wenn man sich darüber beschwert, auch zu wissen, über was man sich beschwert. Aber es ist gerade in dem Bereich fehlt es weit. Und wenn meine Generation sozusagen schon nicht nur das als Wahlfach oder was weiß ich, sondern voll durchgehend bekommen hätte, hätten wir jetzt auch schon die zukünftigen Professoren, die das auch sozusagen der nächsten Generation beibringen können. Also man sieht schon wieder, eigentlich schon jetzt, was ich 10, 15 Jahre später, eigentlich schon die zweite Runde damit nicht mehr da ist. Und diesen Domino-Effekt kann ich relativ bald anstoßen bei uns. Und das ist sicher extrem überfällig. Und gleichzeitig die Frage, wie gestalte ich halt Technik, so dass es jetzt aus Umwelt, sozialen, was weiß ich, Gründen sinnvoll ist. Und ich glaube, das ist auch in der IT einfach noch zu wenig da. Es ist sozusagen, was wird viel geklickt, wo habe ich die großen Click-Rates, wo habe ich sozusagen so dumme Metrics, also oder banale Metrics eigentlich. Und ganz banale Geschichte, ich habe vor kurzem mit einem Bekannten diskutiert, gesagt, es ist interessant, zum Beispiel seitdem es Tinder gibt, darf ich beim Online-Daten sozusagen nur noch ein Foto haben und maximal eine Zeile Inhalt. Ich glaube, seine Persönlichkeit darf maximal auf 250 Zeichen oder sowas beschrieben werden. Und auf anderen Plattformen hast mindestens 500 Zeichen schreiben müssen, eher die europäischen Plattformen. Und allein sowas, wenn man jetzt sagt, Tinder ist de facto vielleicht für meine Generation, ich bin jetzt unterm Hut, aber für meine Generation so die Hauptkommunikationsform. Allein eine Frage, wie viele Zeichen darf ich reinschreiben, weil der Programmierer ihn mit einer Zahl festlegt, prägt wahrscheinlich das Datingverhalten einer ganzen Generation, wenn das die dominante Plattform ist. Und sich da zu fragen, ist das sinnvoll, ist das wirklich, was Menschen sind? Diese Fragen, glaube ich, fehlen alle noch, sondern es ist so, damit haben wir mehr Klicks, damit haben wir mehr Funktionen, damit haben wir mehr Traffic. Und genau diese anderen Dimensionen, die halt mitgedacht werden müssen, die fehlen halt noch sehr weit. Und ich glaube, gibt es jetzt 100 solche Beispiele, die wir anführen können in allen möglichen Bereichen. Aber ich habe gerade vor kurzem dieses Tinder-Beispiel diskutiert und habe es recht plastisch gefunden, zu sagen, gut, Dating funktioniert jetzt auf, ich glaube, es sind 250, 500 Zeichen und nicht mehr über irgendeine, was weiß ich, Hobbyliste, Schlag mich tot oder Sonstiges gibt. Ja, und damit schließt sich der Kreis zu dem, was ich zu Beginn gesagt habe, dadurch, dass sie jetzt Nummer eins sind, Dating-Plattformen im Gegensatz zu einem echten haptischen Treffen, wird es umso relevanter, ja, absolut. Franz Zeller, der Wunsch ans Christkind. Ja, anschließend an den Max natürlich, was wir nicht brauchen, sind Monopole, die uns eben genau auch soziales Verhalten dann vorschreiben, weil darum geht es ja, wenn ich nur mehr daten kann mit 100 Zeichen, wird es unter Umständen schwierig, ja. Für mich wäre es, glaube ich, eine Katastrophe, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich auch froh sein, dass ich das nicht mehr muss. Keine Monopole ist so ein so Wunsch und das Zweite, also natürlich muss das regulatorisch auch begleitet werden, dass wir uns dann nicht irgendwie Riesenfirmen ausliefern, die nach völlig anderen Motiven agieren, als wir das vielleicht wünschen uns in Demokratien. Und das Zweite ist, glaube ich,
da schließe ich jetzt bei Martina an, wenn wir definieren Nachhaltigkeit oder Klimaneutralität als Wert, ja, der uns ganz, ganz wichtig ist, weil wir wissen, sonst steht uns das buchstäblich wirklich bald bis zum Hals, dann habe ich ohnehin einen Benchmark definiert, an dem ich alles ausrichten kann, was ich mache. Das kann ich machen bei einem Computerprogramm. Ich arbeite auch noch mit Programmen, die schauen aus wie unter Windows 95. Ja? Und die bringen das System, wenn wir zu viert daheim im Netz hängen, manchmal wirklich an den Rand des Kollaps. Die kosten auch viel Geld, CO2, viel Daten etc. Wenn ich diese Werte definieren, so klimaneutral, Energieverbrauch so gering wie möglich etc., nachhaltig, dass man irgendwen schädigen, der eine Mine im Kongo da schuftet, dann kann man sowieso einiges mehr oder weniger machen und hat irgendwie eine Messlatte, an der man auch seine Zukunft und sein Agieren abgleichen kann. Und ich glaube, das ist einfach nur mehr eine soziale Entscheidung dann, weil technologisch gibt es nicht so viele Grenzen, ja, glaube ich. Ja, da ist einfach vieles machbar. Mhm. Vielen Dank, Herr Zagostelski. Darf ich Sie auch dann gleich um Ihr Resümee bitten? Ja, vielen Dank. Eine unheimlich interessante Diskussion. Zum Glück hatten wir am Beginn nicht die Aufgabenstellung, zu einem bestimmten Ergebnis zu kommen. Weil das wäre bei der Breite ein Thema, das da gibt, tatsächlich nicht möglich. Da müsste man zumindest einen Seminartag machen und dann clustern. Das wäre durchaus auch spannend. So waren, glaube ich, wirklich viele, viele Gedanken, Anregungen drinnen. Und ich hätte jetzt eigentlich auch gerade aus den letzten Wortmeldungen verstanden, dass es da schon einen gewissen Common Sense gibt und insofern vielleicht doch ein gemeinsames Ergebnis, dass wir sagen, Fortschritt ja, natürlich, aber mit Verantwortung gedacht. Er muss den Menschen dienen und im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit, wenn sich diese Gesamtbalance ansieht, auf der einen Seite Fortschritt nur unter Anführungszeichen im Sinne des Komforts oder der Lebensqualität im engeren Sinn und auf der anderen Seite die biologischen Lebensbedingungen in Summe, das gegenüberzuhalten, dann muss die Bilanz wohl positiv ausgehen im Sinne der gesamthaften Lebensbedingungen. Und in dem Sinne möchte ich mit einem kleinen Beispiel bei der Frau Mara da anschließen. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Das Osternest, wobei mir die Farben da jetzt weniger wichtig sind, sondern der Osterhase, der da drin ist, was ich wirklich für unglaublich schon seit einigen Jahren halte, dass es tatsächlich eine Firma gibt, die einen Osterhasen produziert mit einem Metallglöckerl. Täglich in der Werbung zu sehen, wenn man sich das vorstellt, allein der Schrott, der da zusammenkommt, und der ist wirklich kein Mehrwert, der könnte mit einem Papierschleiferl ja wohl auch möglich sein. Und das ist für mich der Punkt, der sehr klar wieder aufzeigt, oft rufen, sei es dass die einzelnen Individuen, der Mensch oder auch Unternehmungen, rufen nach Regulierung. Man kommt selbst nicht drauf, dass man dann einen vernünftigen Schritt setzen könnte, dann muss wieder der Regulator kommen. Aber natürlich beschweren wir uns dann alle, dass es immer mehr Vorschriften und Regeln gibt. Auch so ist der Mensch, das macht es zugleich auch schön, dass wir eben nicht so rational wie die künstliche Intelligenz sind, sondern die Emotionalität auch eine Rolle spielt. In dem Sinne sage ich Ihnen wirklich vielen Dank für die spannende und facettenreiche Diskussion. Vielen Dank. Also ich glaube, da muss man nicht mehr sehr viel hinzufügen. Ich glaube, das Resümee ist relativ klar. Wir haben eine sehr breite Diskussion gehabt. Und wie die Frau Mara zu Beginn gesagt hat, zu breit. Ja. Wie haben Sie gesagt, schön unglaublich breit oder auch unfassbar. Gerade das finde ich aber auch sehr, sehr spannend, weil Nachhaltigkeit wieder sehr oft mit ökologischer Nachhaltigkeit oder auf ökologische Nachhaltigkeit reduziert. Und allein darüber hätten wir 1,5 Stunden reden können. Aber es ist etwas, was man vielleicht in Zukunft auch vertiefen kann. Detto auch das Thema Bildung. Also das nehme ich auch mit. Auch aus dem, was der Herr Zagostelski vorher gesagt hat, das Thema nachhaltige Literacy im weitesten Sinn, also wo wirklich die Fähigkeiten und das Bewusstsein, wie kommen wir jetzt wirklich in die Handlung, noch stärker auf den Boden bringen. Also das wäre eine eigene Diskussion wert hier zum Bildungsthema. Aber insgesamt, ich glaube, insofern ist klar, wir wollen Digitalisierung. Ja, ich glaube, da sind wir uns einig, wir wollen und mehr und bessere Technologien, aber die Technologie ist eben für den Menschen da und nicht umgekehrt. Wie ja auch die Wirtschaft für den Menschen da ist und nicht umgekehrt. Und das sind natürlich die Punkte, und Sie haben schon erwähnt, das Stichwort die Interdisziplinarität. Ich glaube, das ist auch etwas aus einem ganz anderen Eck kommend und nicht aus der Digitalisierung, auch nicht aus der jungen Generation,
Dieses über das Kastel hinausdenken, über die eigene Box hinausdenken, wird sicher der Schlüssel sein, um hier wirklich zu ordentlichen Lösungen zu kommen. Wir werden auf jeden Fall unser Möglichstes beitragen, auch mit dieser Serie, die weitergehen wird. Ganz kurz noch Ankündigung, die nächste und fürs Frühjahr jetzt letzte Runde, nämlich die 10. Runde, wird am Mittwoch, den 21. April stattfinden, von 14:30 bis 16 Uhr. Das Thema wird Umweltschutz sein und die Frage eben, was tut sich hier abseits von Klimaschutz? Österreich war schließlich hier mal Vorreiter, das sind wir nicht mehr unbedingt. Und derzeit ist dieses Thema Biodiversität, Umweltschutz, Bodenversiegelung, all diese Dinge, wo sich sehr, sehr viel tut, aber völlig aus der Wahrnehmung verschwunden. Ja, und das wollen wir eben hier beleuchten, wieder mit spannenden Gästen. Alexander Egitt, Geschäftsführer von Greenpeace, Alfred Grant, Biolandwirt aus Niederösterreich mit sehr spannenden Ansätzen, Monika Mörth, Geschäftsführerin vom Bundesamt, Stefan Pernkopf, er ist Präsident des Ökosozialen Forums und Landeshauptfrau, Stellvertreter in Niederösterreich, Josef Settele, Professor im Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig, er ist Mitglied des Weltbiodiversitätsrats, also er hat hier sehr, sehr spannende Forschung auch gemacht und natürlich mit unserem Gastgeber Andreas Zakostelski. So viel zur nächsten Runde. Ich freue mich, wenn viele von Ihnen dabei sind wieder. Inzwischen alles Gute. Danke an meine Mitdiskutantinnen. Ich weiß, wir haben viele Dinge sind in viele Dinge eingetaucht. Wir könnten jetzt noch 2 Stunden weitermachen. Das werden wir nicht schaffen. Ich wünsche allen alles Gute. Trotz der Rahmenbedingungen, die wir haben, trotzdem gute Ostern, friedliche, schöne Ostern und wir sehen uns in 3 Wochen.